Am Donnerstagnachmittag fand am LKH Bludenz die Firstfeier zur Generalsanierung des Krankenhauses statt. Die Bauarbeiten befinden sich bisher im Zeitplan, wie Landesstatthalter Markus Wallner mitteilt. Man muss ja wissen, für den Süden des Landes hat das Krankenhaus Bludenz eine ganz wichtige Funktion in der Versorgung. Wir haben hier ein Einzugsgebiet von über 70.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitbürger, Landsleute, die eine Versorgung über ein Spital natürlich benötigen, in vielerlei Hinsicht. Wir haben uns entschlossen zu investieren, über 30 Millionen Euro in eine Großsanierung des Hauses. Ich halte das für enorm wichtig und wir werden hoffentlich auch weiter gut vorankommen. Wir sind absolut im Plan. Bis zur Eröffnung wird es aber noch einige Zeit dauern. Ja, das dauert schon noch einige Zeit. Heute ist der Rohbau und es ist noch sehr viel zu tun. Ich hoffe, wir bleiben aber in diesem Zeitplan auch drinnen. Ja, so schnell wie möglich natürlich, aber es wird bis zum Ende schon noch 2-3 Jahre dauern. So Markus Wallner im Gespräch mit Voll Live.